Was ist endlich? Was ist unendlich? Wenn wir von endlich sprechen, sprechen wir von einem ganzen Zahlensystem. Mathematik bedeutet, von 1 bis niemand weiß, was die letzte Zahl ist. Weil wir die letzte Zahl nicht kennen, haben wir unendlich gesagt. Endlich bedeutet, dass wir zählen können. Was wir nicht zählen können, dafür brauchen wir Taschenrechner. Was ein Taschenrechner nicht zählen kann, dafür brauchen wir einen Computer. Was ein Computer nicht zählen kann, dafür brauchen wir einen Supercomputer. Aber das Zahlensystem endet nicht dort. Es geht einfach weiter. Selbst wenn du einen Spitzencomputer baust, kannst du trotzdem immer noch nicht wirklich zählen. Es geht einfach weiter. Also kamen wir dazu zu sagen, dass es etwas gibt, das als unendlich bezeichnet wird. Im Wesentlichen sagen wir etwas, das außerhalb unserer Auffassungsgabe ist. Wir sprechen nicht von unendlich als einer Art ultimativer Zahl. Wir sprechen von dem, was außerhalb unserer Auffassungsgabe ist. Wir nennen das unendlich. Unendlich ist nicht irgendeine riesige Zahl. Es ist nicht wirklich eine Zahl. Es ist außerhalb des Zahlensystems. Sogar Null ist außerhalb des Zahlensystems. Aber wir haben uns daran angepasst. Wir haben die Null übernommen, weil wir nicht über unsere Fingerzahl hinausgehen konnten. Also haben wir es übernommen. Weißt du, wie die Römer gezählt haben, was für eine erbärmliche Mathematik sie hatten? Du weißt es nicht? Kennst du das römische Zahlensystem? An dem Zeitpunkt, an dem du 200 erreichst, wärst du verrückt geworden. Also haben sich die Inder ein System ausgedacht? Man passt sich an, denn wenn du mit den Zahlen gehst, verlierst du dich. Du richtest etwas ein, das nicht zum Zahlensystem gehört, um das Zahlensystem zu ergänzen, das eine Null ist. Nein, das sind keine Mathematikfans, das sind Inder. Nationalism is on the growth. Der Nationalismus ist auf dem Vormarsch. Also, the infinite. Das Unendliche. We were wondering what to do with the infinite. Wir haben uns gefragt, was wir mit dem Unendlichen anfangen sollen. Then the Indian yogis found a way. Dann fanden die indischen Yogis einen Weg. Sie hielten einfach ihre Hand auf diese Weise. Als ihre Erfahrung des Lebens grenzenlos wurde, sie überprüften es und sie stellten fest, dass ihre eigenen Energien so flossen. Wann auch immer sie also grenzenlos wurden, nahm ihr Energiesystem dieses Muster an. So gaben sie dieses als das Symbol für das, was zahlenlos ist oder über das Zahlensystem hinausgeht. Heute benutzt du das also als das Zeichen für Unendlichkeit oder für die unendliche Natur. Dies wurde auch als der Ouroboros bezeichnet, das eine Schlange ist, die sich selbst verdreht und dabei ihren eigenen Schwanz frisst. So wird es zum Symbol für unendlich. Warum dies bedeutungsvoll ist, liegt daran, weil dies offenkundig ist, es ist offenkundig in unserer eigenen Erfahrung, in unserer eigenen Energie, dass, wenn wir in unserer Erfahrung grenzenlos werden, sich unsere Energie so zu bewegen beginnt. Ansonsten bewegen sie sich so, eine Spirale. Eine Spirale im yogischen System oder in dieser Kultur wird als Samsara bezeichnet. Eine Spirale bedeutet, dass es ein endloser Prozess ist, der immer weiter und weiter und weiter geht. Und es hat eine kreisförmige Eigenschaft. Das bedeutet, dass es in gewisser Weise unter Kontrolle ist.
Innerhalb dieses kontrollierten Bereiches geht es endlos weiter. Und so ist es, wie die Menschen erwarten, dass du bist. Sie wollen dich, es macht ihnen nichts aus, dass du ein wenig rumrennst, solange du irgendwo in der Nähe bist und rumrennst. Du willst auf diese Weise auf die Suche nach der Wahrheit gehen? Dein Samsara wird es dir nicht erlauben. Deshalb ist es so in der Welt, wenn du rauchst, wenn du trinkst und selbst wenn du ein wenig shakest, wird es ihnen nichts ausmachen. Aber wenn du sagst, ich gehe zu einem Guru, wird die schlimmste Art von Widerstand kommen, weil sie wissen, dass du jetzt versuchst, so zu gehen. Jetzt bist du damit fertig, dieses Herumkreisen. Wenn du hierher gehst, wirst du auch dahin kommen. Aber wenn du anfängst, so zu gehen, bist du für sie verloren. Aber spiritueller Prozess bedeutet nicht, dass du irgendwohin weglaufen musst. Denn die Geografie, in der du dich entscheidest zu leben, sie entscheidet nicht über die Qualität deines Lebens. Ob du zu Hause oder im Ashram lebst, in beiden Fällen kannst du entweder frei oder verfangen sein. Also entscheidet die Geografie nicht. Es ist die Bewegung des Lebens in dir, in welche Richtung bewegt es sich? Ist es spiralförmig oder ist es in die richtige Art von Kreislauf geraten, dass es sich in Richtung ihrer unendlichen Natur bewegt? Wenn du die Türen dieses Lebensprozesses offen hältst, dann wird es sich auf natürliche Weise bewegen, denn die unendliche Möglichkeit ist weit offen. All das Leben, das der Kosmos in sich trägt, steht dir zur Verfügung. Sobald du deine Energien in einen unendlichen Gang schwingst, geschieht das Leben anders, ganz anders. Wir werden ein Symbol für das Unendliche setzen. Dieses Symbol für Unendlich, dies ist kein Symbol, das nur von Menschen ausgedacht wurde. Das passiert tatsächlich. Du solltest nicht deine Hand auf die Köpfe anderer Menschen legen, denn wer weiß, vielleicht bist du die Reinkarnation von Basmasura. Also, du solltest das nicht ausprobieren, aber eigentlich, also ich werde dir nicht sagen, wo du es versuchen sollst, aber auf dem Kopf von jemandem, wenn sie in einem bestimmten Zustand sind, wenn du deine Hand hältst, wirst du sehen, wie sich die Energien auf diese Weise bewegen. Ich werde dir nicht sagen, wo, damit du nicht gehst und diese Dinge mit allen machst. Das ist also nichts, was wir uns ausgedacht haben. Das ist die natürliche Abfolge der Energie, in die sie sich begibt, wenn eine begrenzte Dimension des Lebens die grenzenlose Natur der Existenz berührt. Das Energiesystem, das immer noch begrenzt sein muss, um diesen Körper am Laufen zu halten, gerät in diesen Kreislauf. Wenn dies grenzenlos wird, kann dies kein individuelles Leben sein, es wird gehen. Aber es ist innerhalb der Grenzen dieses Körpers, aber es berührt eine Dimension, die grenzenlos ist. Jetzt gerät diese begrenzte Energie in dieses Muster. So sind wir also zu dem Symbol für das Unendliche gekommen. Die Null und das Unendliche, made in India. Weil es ein tief meditatives Wesen braucht, um zu einer Zahl zu gelangen, die nichts ist. Eine Null ist nichts. Unendlich ist nichts in gewisser Weise. Um zu einem Zahlensystem zu gelangen, das eigentlich nicht zusammengezählt werden kann. Dies kann nur
durch ein zutiefst meditatives Wesen geschehen, sonst kann es nicht geschehen. Also werden wir ein Symbol des Unendlichen aufstellen und es wird einen kleinen Punkt dort geben und dieser wird sich langsam entlang der Linie bewegen und er wird das Bild des Unendlichen durchlaufen. Es wird 4,5 Minuten dauern, bis ein Zyklus abgeschlossen ist. Ich möchte dich, sowohl visuell als auch mental, wenn möglich, setze Gefühle in diesen Punkt, weil die meisten von euch ihren Verstand auf nichts halten können, es sei denn, du bist emotional damit verbunden. Lasse deine Hände offen, sitze still. Richte deine Aufmerksamkeit, deine visuelle Aufmerksamkeit, mentale und emotionale Aufmerksamkeit absolut auf den weißen Punkt. Augen offen.
Lass deine Augen geschlossen und sitze einfach still. Bitte schließe deine Augen. Lass deine Augen geschlossen und sitze einfach still. Sitze einfach still, ohne dich zu bewegen, völlig still.
Jeder Moment hat einen Anfang und ein Ende. Stille ist ohne Anfang und ohne Ende. Sitze einfach völlig still. Halte deinen Körper still, ganz still. Guru bina kaisa gun gaave, guru bina kaisa gun gaave. गुण नहीं आवे गुणी जन में बेगुणी कहावे गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु बिन कैसे गुण गावे
Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Öffne langsam, ganz langsam deine Augen.